Unsere Innenradeltour beginnen wir am Kapellplatz von Altötting. Umgeben von ehemaligen Chorherrnstiftsgebäuden und Kirchen finden wir diesen in der Stadtmitte. Hier finden wir die Stiftskirche, die Klosterkirche St. Konrad und die Gnadenkapelle, wo auch 10 Herzen bayerischer Regenten in Silber gefasst in einem Geheimfach deponiert sind. Die Votivtafeln und Kreuze an den Wänden der Gnadenkapelle zeugen von Fürbitten und Dank für erhörtes Gebet. Von Altötting führt der Weg weiter nach Marktl, dem Geburtsort Papst Benedikt XVI. Das Geburtshaus von Josef Ratzinger ist heute natürlich ein Touristenanziehungspunkt. Die Benediktsäule wurde anlässlich des Papstbesuches am 11. September 2006 in Marktl errichtet und in Form einer Schriftrolle mit Hinweisen auf das Wirken des Papstes gestaltet. In der Taufkirche finden wir neben Andenken an Benedikt XVI. Auch das Taufbecken, in dem Josef Ratzinger am 16. April 1927 getauft wurde. Unsere Radeltour führt uns weiter am Inn entlang zum Hafen von Bergham. Kurze Zeit später erreichen wir den Gstettner Badesee, ein Ausläufer des Inn.
Wir fahren weiter auf dem Inndamm Richtung Simbach. Die Kirche von Ranshofen und das Innkraftwerk zeigen uns, wir sind kurz vor der Innenstadt. Direkt am Kraftwerk führt uns der Weg zum Waldsee von Kirchdorf am Inn. Eine kurze Rast ist hier natürlich Pflicht, bevor die Weiterfahrt in die niederbayerische Innenstadt beginnt. Ein paar Kilometer weiter auf dem Inndamm erreichen wir das Brückendenkmal von Simbach, den Aenus, hergestellt von Dominik Dengel. Auch die Innenstadt ist hier einen Besuch wert. Die Dampflok am Bahnhof erinnert an die Eisenbahnervergangenheit der Stadt. Bürgerhaus, Heimatmuseum und Rathaus gehören natürlich zu den Sehenswürdigkeiten dieser niederbayerischen Metropole. Und am Kirchplatz treffen wir auf eine Wanderradlerin, die von weit her kommt, um den gesamten Innradweg mit seinen über 500 Kilometer abzufahren. Darf ich mal fragen, woher kommst du? Ich komme von St. Moritz jetzt. Aha. Also ich fahre den ganzen Innradweg. Ja, ah, das ist schön, ja. Genau, über Schweiz, Österreich und jetzt nach Passau. Nach Passau. Ich heute nach Passau. Wie lange bist du unterwegs? Ich bin seit Mittwoch letzter Woche, seit dem 1. August. Ah, darf ich mal fragen, wo ihr herkommt? Aus Rosenheim. Rosenheim? Ja. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Seit gestern Mittag. Seit gestern. Und wo fahrt ihr hin? Aha. Bis Passau. Vom Passau. Passau, ja, ja. Und dann wieder mit dem Radl heim, oder? Im Zug. Im Zug heim. Aha, ja. Gut. Auch die Umgebung von Simbach lässt sich mit dem Rad gut erkunden. Und wir suchen uns aus dem großen Angebot die Schellenbergtour heraus. Also, Backmast. Vom Schwimmbad aus geht die Erkundungstour zur Asenbergalm. Bewacht von diesen zwei wilden Kerlchen. Und ihm natürlich. Nach einer kurzen Rast geht es bergauf Richtung Waldkapelle. Rechts an diesem Wegkreuz vorbei führt der Weg dann eben zum Schellenberghaus mit einem herrlichen Rundblick über das Inntal. Thank you.
Die Radtour führt dann wieder bergab nach Kirchberg am Inn, vorbei am neu renovierten Pfarrhof mit Kirche. Leider war die Kirche verschlossen. So geht es weiter bergab, vorbei am neuen Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins, Richtung Simbacher Innbrücke mit dem Flussgott Ainus. Auch die auf österreichischer Seite liegende Stadt Braunau ist einen Besuch wert. Ein wunderschönes Gebäudeensemble empfängt die Besucher in der Stadtmitte. Und mit etwas Glück bekommt man diese Goldhaubenträgerinnen beim Kirchgang zu sehen. Ja, wo gehen's denn jetzt hin? Natürlich zum Kirchenwirt. Na gut, soll uns auch recht sein. Wir fahren wieder auf die Simbacher Seite des Inns und biegen am Ainus rechts auf den Inndamm ab. Unsere Radeltour geht weiter. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Na gut, auch Radler brauchen mal einen Tankstopp. Aber dann treten wir wieder in die Pedale und fahren weiter durch das Europareservoir Untere Inn. Vor vielen Jahren fuhr hier einmal die Bockerlbahn über diese Brücke. Heute fahren wir drüber und kommen zur Brinbacher Bucht am Inn.
Auf dem Inndamm entlang erreichen wir dann den Vogelbeobachtungsturm. Auch die Weiterfahrt nach Ehring führt uns dann wieder auf den Inndamm. Am Ehringer Stauwehr erklären mehrere Tafeln die Radwege in dieser Region und weisen auf das Infozentrum Unterer Inn hin. Und das wollen wir natürlich auch besuchen. Alle Tiere aus dem Europareservat Unterer Inn sind hier zu finden und ausgestellt. Auch die Ortschaft Ehring ist einen Besuch wert. Wir fahren wieder zurück an den Inn und treffen am Kraftwerk auf weitere Inn-Radweggäste. Darf ich was fragen? Wo kommt's denn hierher? Jetzt aus Kufstein. Aus Kufstein. Und wo fahrt ihr hin? Nach Scherding. Nach Scherding. Und wie lange seid ihr schon unterwegs? Seit 2 Tagen. 2 Tage. Und wie lange seid ihr noch? Bis morgen. Bis morgen, oder? Dann reisen wir dann. Und dann? Genau, nach Riedimingkreis. Wie kommt's dann wieder heim? Ja, mit dem Radl. Mit dem Radl wieder, ja. Scherding wieder nach Rad. Nicht mit dem Zug oder so, alles mit dem Radl. Alles. Gut, haben wir schon. Über das Kraftwerk erreichen wir die Burg Frauenstein auf der österreichischen Innseite. Von hier würde eigentlich die Tour weiterführen nach Obernberg. Der bis jetzt zurückgelegte Weg von Simbach nach Ehring hat aber 2 schöne Seiten, eine deutsche und eine österreichische. Und letztere möchten wir natürlich niemand vorenthalten. Also gedanklich noch einmal zurück nach Simbach und am Aenus vorbei über die Innbrücke nach Braunau.
Und jetzt wieder runter auf den österreichischen Innradlweg. Diese Brücke führt uns über die Mattig direkt wieder auf den Inndamm, dem wir nun weiter folgen, diesmal aber auf der österreichischen Seite der Europareservation Unterer Inn. Und diese kleine überdachte Aussichtsterrasse bietet uns wieder einen weiten Blick in das Naturschutzgebiet. Vorbei an dieser Pumpstation fahren wir weiter Richtung Schloss Hagenau. Schloss Hagenau prägte viele Jahrhunderte die Geschehnisse rund um St. Peter am Hart. Das romantische Renaissance-Schloss liegt in einem herrlichen Park, umspült vom Wasser des Inn. Ja, wenn wir schon in der Nähe sind, wollen wir auch noch das Schloss Bogenhofen besuchen, das heute nur noch für Seminare genutzt wird. Zurück auf dem Innenradweg treffen wir wieder auf Wanderradler, die uns von ihrer Radltour berichten. So, darf ich euch mal fragen, wo ihr jetzt herkommt? Grüß dich, wir sind aus dem Zillerloch gekommen, aus Ramsau, und sind jetzt im dritten Tag auf dem Weg. Wir sind den ersten Tag bis Rosenheim gefahren, so ungefähr 95 Kilometer, und dann über Wasserburg bis nach Altötting, wieder einen guten 100er. Und jetzt sind wir heute auf dem Weg, jetzt haben wir ungefähr Mittag bis Braunau her und wollen eigentlich bis Passau jetzt noch durchfahren. Also heute noch durchfahren. Heute noch. Und heim fahrt's dann? Und dann werden wir, schauen wir mal, ob wir zurück kommen nach Salzburg, je nachdem was das Wetter macht. Und sonst fahren wir mit dem Zug heim. Okay, gut, Dankeschön. Zeit für eine kleine Pause. Aber am Wochenende hat dieser Mossbauer leider geschlossen.
Also fahren wir halt weiter. Zur Burg Frauenstein ist eh nicht mehr weit. Und immer wieder begegnen uns Wanderradler. Diese fahren die Tour von Passau nach Braunau. Wir radeln wieder auf den Indamm und sehen in der Ferne schon das Ehringer Stauwehr und stehen bald wieder am Schloss Frauenstein. Von Weitem schon sichtbar, die Pfarrkirche von Mining mit seinem markanten Zwiebelturm. Im Innern beherbergt sie viele kostbare Kunstgegenstände und Grabsteine aus der Zeit ab dem 16. Jahrhundert. Diese stammen von den Mitgliedern der Herrschaftsfamilien der Schlösser Hagenau, Mammling und Sunzing. Jausenstationen findet man entlang des Innradlwegs immer wieder. Sie laden die Radler natürlich ein zu einer gemütlichen Pause. Frisch gestärkt setzen wir die Fahrt fort und schon lockt eine neue Aussichtsterrasse zu einem Halt mit Blick auf das Europareservoir am unteren Inn. Idyllisch gelegen und versteckt hinter einem Mondfeld liegt diese direkt am Ufer. Schwiegermutterhäuschen nennen die Einheimischen die kleine Hütte, die wir am Wegrand entdecken. Warum? Das kann man nur erahnen. Und weiter am Inn entlang erreichen wir das Städtchen Obernberg. Hier finden wir einen der schönsten Marktplätze Österreichs. Herrliche Stuckfassaden zieren viele Häuser in dieser Stadt.
Wir nähern uns langsam dem Endpunkt unserer Genussradeltour. Trennt und Tarent am Inn entlang. Dem Augustiner Chorherrnstift Reichersberg. Im 11. Jahrhundert wandelte der adelige Wernherr von Reichersberg seinen Besitz in ein Kloster um. Seither befindet sich seine Stiftung im Besitz der Augustiner Chorherren. Im Biergarten des Stifts lassen wir dann unsere Genussradeltour ausklingen und machen uns wieder auf den Weg zurück nach Simbach am Inn. Und Servus sagt wie immer euer Kameramann, der Heinle Heinz von den Film- und Videofreunden Simbach am Inn.